Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Was soll das Ding auf? Was soll das Ding auf der Karte wegmachen, weil das nervt gerade. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Wie, das war's? Ich werde Ominous schon noch umstimmen. War jetzt aber nicht viel. Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Und was ist das für eine Frage? Wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen? Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich... Ist jemand ein kleines Monster? Akio! Lazio! Epinde! Protego! Impulso! Arresto Moment! Contrito! Du bist nicht so geübt! Imperial, oder? Incendio! Ich werde dich ruhen, bis du tot bist! Grazio! Incendio! Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. So, Frage beantwortet, ob wir stealthen. Ich wollte ja stealthen, er hat sich zu schnell umgedreht. Revelio. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Kann ich so nicht mit viel anfangen. Revelio. Depulso. Accio.
Incendium. Glacio. Impulso. Das sollte ich unter... Revelio. Ja, das meine ich halt, ne? Deswegen sage ich ja vorhin verkaufen immer, weil du jetzt musst du natürlich Sachen kaputt machen, die du eigentlich verkaufen könntest, wo du eigentlich Geld mit hättest kriegen können. Auch wenn es nur 90 Cent ist, aber viel, was man da so auswählen. Ah, cool. Jetzt habe ich auch das auch rausgefunden. Ich nehme das Flugtier. Oh, wunderschöner schwarzer Hippogreif. Ich nehme den schwarzen Hippogreifen. Müssen nachher mal ein paar Sachen verkaufen. Toll, nutze Ronins Karte, um einer Spur zu folgen. Revelio. Das bringt mir jetzt auch voll viel, wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Geschäftsbuch. Ich gehe davon aus, dass der in irgendeiner Höhle festgehalten wird. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Da ich doch zum Krummbaum. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, aber keine Zeit für. Incendio. Ja, vielleicht sollte ich irgendwo verkaufen gehen oder so. Lass mich nochmal auf die Karte gucken, wo ist die denn jetzt? Die Sammlungen? Nein, ist die Sammlung. Wo war das denn jetzt drunter? Ich kann mit der Karte überhaupt nichts anfangen. Also irgendwie am Fluss entlang. Also das ist das Einzige, was ich jetzt... Was ich mir jetzt dabei denken kann, ist halt komplett am Fluss entlang zu laufen. Ein krummer Baum. Wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Krummer Baum? Wo ist denn ein krummer Baum? Meint ihr den, der so ein bisschen schräg steht?
Dann müsste das der Turm irgendwas sein. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Zeit für etwas mehr Tempo! Accio! Incendio! Gesindo! Glacio! Gut, bist du leicht verbuggt heute, wa? Du hast so viele Tastenkombinationen, die du nutzen kannst in dem Spiel. Du hast gar nicht so viele Möglichkeiten, das alles auf eine Taste zu bringen. Was haben wir denn hier? Er stand halt im Weg, wir kriegen das Ding jetzt hier wieder weg. Revelio. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Oh, Fangzähne. Dinger kann man gut als Ablenkungsmanöver benutzen, habe ich so das Gefühl. Eine Leiter, die brauche ich. Revelio. Hier wohl passiert ist. Ich will mich erstmal hier vorne noch umgucken. Da steht noch einer. Wer ist da draußen? Ah! Küssel! Man ist einfach ausgewichen. Depulso! Levioso! Depulso! Incendio! Glacio! Glacio! Ja, du hättest einfach mit der Pflanze gespielt, wäre das nicht passiert. Revelio! War doch gerade noch was. Oder nicht? Ja, rot kann ich ja gar nicht ausweichen. Revelio. Protego. Cedric sagt denn da oben. Depulso. Levioso. Ja, warte, dich hole ich mir gleich.
Revelio. Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie ich jetzt da hochkommen soll. Über die Kisten vielleicht? Das war für gerade. Ach, da oben muss ich hoch. Haben wir hier? Habe ich noch eine Kiste? Oder brauche ich die, um da hochzukommen? Ich würde jetzt sagen, ja. Revelio. Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. Arresto Momento. Genau so. Hallo? Nicht lang. Oh. Grazie. Revelio. Ich will das trotzdem gleich noch mit der Kiste probieren. Revelio. Vielleicht ist da oben noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Levioso. Impulso. Nein, falsch. Der war das. Ach du, lass mich doch mal die Kiste hier ran. Wingardium Leviosa. Ich frage, ob ich die so weit hier rüber kriege. Jetzt komme ich wahrscheinlich aber nicht da hoch, ne? Warte mal. Okay, das muss ich irgendwie anders machen. Oh ne, warte mal, brauche ich doch gar nicht. Jetzt komme ich da hoch. Die Tür wird wahrscheinlich unten irgendwo im Keller sein. Revelio. Ich will vorher gucken. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Ein Kampftroll. Könnte lustig werden, der letzte hat uns ja fast gekillt, ne? Hey, Dumpfbacke! Nein, falscher Zauber. Ja, aber ganz schön viel Leben, der alte Drecksack. Jetzt habe ich doch erwischt. Incendio. Stufo. Glazio. Defendo. Glazio. Incendio. Depulso. Arresto momento. Expelliamos. Contringo. Incendio. Accio. Defendo. Grazio. Incendio. Protego. Grazio. Defendo. Contringo. Expelliamos. Arresto momento. Depulso. Incendio. Oh, ich brauche noch zwei Werkzeuge. Rollpopel. Auch keiner. So. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Dude, wir haben den Troll doch schon längst zerlegt. Was ist dein Problem? Wir haben das doch schon längst geschafft. Und aber auch daran liegen, dass wir ein bisschen stärker waren als er. So, lass mich kurz gucken. Den könnten wir da rüber oder komme ich hier einfach so hoch? Ah. Accio. Wingardium Leviosa. Haben wir nämlich gleich den... Komm ich da nicht hoch? Doch. Musst du die richtige Stelle erwischen. Dann geht das schon.
Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Irgendwas klingelt hier. Oh, Kontrolle Stufe 3. Wo ist es? Jetzt ist es weg. Auch manchmal komisch. Das hätten sie auch anders machen müssen, dass du, wenn du einmal das Revelio machst, dass das dann länger angezeigt wird. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Weil du musst es ja jedes Mal spammen und das nervt irgendwann. So, dann gucken wir doch mal, wo er ist hier. Er müsste eigentlich da unten drin sein. Ich doch. Was finden wir wohl hier drin? Dann sehen wir gleich, wenn wir uns hier durchschleichen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo ein Gegner rumläuft. Revelio. Was wäre schön doof, wenn jetzt hier keiner wäre. Das wäre dann etwas zu einfach. Dein Ernst? Du hast dich einmal getroffen? Er will mich schon von da hinten aus sieht. Womit komme ich nicht davon? Die Zaubersprüche aber so geil, aber das Problem ist halt, du musst immer so schnell switchen hier. In dem Kombinieren, das nervt so ein bisschen. Tastatur stelle ich mir schlimmer vor. Also mit Tastatur. Nicht auf Tastatur, wir spielen ja auf dem PC. Revelio. Das Wort von Menschen ist wertlos. Der Gefangene schuldet uns das versprochene Metall. Revelio. Ich vergeude meine Zeit. Das Problem ist aber, dass er uns sieht, ne? Wir können die gar nicht. Oh, direkt die harte Tour. Der Schüler aus dem Turm. Excalibur. Arresto, Moment. Protego. Accio. Incendio. Eine vollkommen erbärmliche Darstellung. Ich werde dich ruhen. Incendio. Du wirst leiden. Protego. Du. Glacio. Accio. Incendio. War die falsche Taste. Die falsche Taste gerade gedrückt. Ja, einfach daneben schmeißt. Eine Kesseltür. Sie auf. Tschüss. 100 Kobolde. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Wieso kriege ich eine E-Mail von Arno 1800? Bestimmt von Ubisoft.
Revelio. Dann lass uns mal eben durch die Sachen einsammeln. Was ist mit dir? Incendio. Oh, cool, eine Zwischenkammer. Ja, komm, wir testen das einfach mal. Was passiert jetzt, wenn ich mich jetzt da reinstelle? Nice. Alles mitnehmen, was wir kriegen. Jetzt schon wieder Powertränke bekommst, da wird bestimmt gleich ein Bossfight kommen, hundertprozentig. Revelio. Willst du bestimmt gleich wieder so ein Bossfight geben? So, was ist mit dir? Kann ich das noch nicht machen hier? Nee, das kann ich noch nicht machen. Ich will das noch lernen im Laufe der Zeit, weil wir haben jetzt erst noch nicht die zweite Prüfung noch nicht gemacht. Vielleicht kommt das da nochmal. Guck mal her, wie war das vorhin? So. Revelio. Und aufgeräumt. Achso, ich kann keine Heiltränke mehr tragen. Ich habe jetzt schon gedacht, ich könnte jetzt schon wieder nichts tragen, weil das Inventar schon wieder voll ist. Aber da kannst du bisher auch noch nichts verbessern, soweit ich das weiß. Vielleicht kommt das auch noch. Ich gehe mal weiter runter gerade, ne? Statt weiter zu ihm. Ist egal. Die 5 Minuten kann er auch noch warten. Revelio. Alles mitnehmen, was wir kriegen an Loot. Wieder ein Fragezeichen Gegenstand. Revelio. Hier war ich aber schon. Boah, ich hier bestimmt Stufe 3, ne? Ah nein, Stufe 1, hallo, wow. Hunova. Ich hätte jetzt mit Stufe 3 gerechnet. Na komm schon. Viva! Allein Renrock schuld. Revelio. Ach, das ist jetzt quasi wieder der Weg zurück, oder wie? Das ist da oben auch noch was. Spring doch nicht runter! Er ist einfach runtergesprungen, da wird wahrscheinlich nur Gold drin sein. Revelio. Aber ich glaube, ich laufe gerade zurück, ne? Ich finde jetzt doch dem, dass wir. Ja, wir laufen gerade zurück. Ja, das ist die Kiste oben, wo wir gerade die Typen platt gemacht haben. Dann lass uns doch mal eben hoch. Nehmen wir das doch mit. Ich würde es ganz gerne mitnehmen. Wie komme ich denn da dran? Wie komme ich da hin? Jetzt schon wieder. Los. Akio. Komme ich an das Ding dran? Kann man da überhaupt drankommen?
Oh mein Gott, der springt einfach runter. Lass was halt da liegen, ist egal. Wird es bestimmt einen Weg geben. Revelio. Zauberspruch für besseres Internet wäre auch schön. Revelio. Zellentür? Durch welche Zellentür? Da müsste ja hier irgendwo sein, aber ich will jetzt die Schätze mitnehmen. Ja, was zahlst du denn? Also ich bin nicht billig. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. So etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Er ist natürlich oben. Wo sollte er sonst sein? Ja, und jetzt? Akio! Depulso! Legioso! Depulso! Etwas versorgt diese Tür mit Energie. Ja, aber die Frage ist jetzt, was? Feuer vielleicht? Oben, warte mal, da geht's noch. Da geht ein Rohr durch. Das geht daher, das geht hierher. Also ich würde sagen, dass die Rohre heile sind. Irgendwo hier hoch. Nee, da hoch geht's schon mal nicht. Bestimmt wieder so ein Rätsel. Ah. Incendio. Konflikt. Revelio. Ich will doch erklären, wie wir die Dinge aufkriegen. Hi, ich bin der Neue. Ich wollte mich mal vorstellen. Incendio, Akio. Schmecke, Klazio. Incendio, Defender. Aufhalten. Impulso, Contributo. Ich werde dich tun. Bist du tot, der Schluck? Unser Lagerstrom ausgeräuchert. Incendio, Defender. Akio, du wirst mich nicht aufhalten. Ich habe keine. War das schon alles? Ach,
Presto-Moment. Confrinto! Expelliarmus! Confrinto! Defunto! Na, nicht ganz! Glacio! Defunto! Infelio! Nicht ganz! Valkyrie! Weil das Dumme ist, ich treffe den nicht. Weil er kann die Zauber in dem Moment nicht wirken. Gut, nichts für ungut, aber du nervst. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ich hätte gerne den Zauberstab. Aber Zauberstab zum Abholen, bitte. Was hätten wir auch besser lösen können, das ist nicht. Ausrüstungsplätze sind schon wieder voll. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe doch gerade jetzt verkauft. Oh, diese Brille geht gar nicht. Grünes Masken ist so schlecht als das, was wir anhaben. Brauche ich denn dafür 25? Okay. Oh, cool, ein Hut, der besser ist als unser. Den ich nicht ausrüsten kann, weil wir Stufe 25 brauchen. Revelio. Wir auf jeden Fall brauchen ist ein größeres Inventar. Das wäre schon wesentlich besser. Ja, sag ich doch. Jetzt kann ich wieder nicht looten, weil kein Platz im Inventar. Hast du schon so einen großen Sack und kannst trotzdem nicht alles looten. Das ist schon doof. Der hat sich nicht mal gelohnt. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Was ist, wenn er sich nicht befreien kann? Dann stehen wir da. Ich hatte keine Powertränke mehr tragen. Ja, ich habe zwar ein paar genommen, aber trotzdem keine mehr tragen. Bitte geben Sie mir meinen Zauberstab. Das ist meine letzte Chance, hier herauszukommen. Bitte. Mein Zauberstab. Auf mein Geld. Danke. Cooler Hut, Dude. Geschafft. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Sie meinten, sie hätten etwas aufgeschnappt. Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Renrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen.
Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrok wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranroks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrok fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrok alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Ranroks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Shit. Hey, ich will das auch machen können. Mr. Oaks hatte Glück. Ranroks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Abgeschlossen.